Ja, ich weiß nicht, ob ich da fromm bin. Ich bin nie gewesen. Fromm bin ich nie gewesen. Ich habe das immer am besten mit das verstanden bei meinen Eltern. Der Vater war fromm und die Mutter war christlich. Ja, wir haben dann müssen alle Samstag auf die Nacht Rosenkranz beten, Sonntag Nachmittag Rosenkranz beten. Und da haben auch die Knechte haben einen Kopflieder, die haben auch müssen da sein. Deswegen hat so ein bisschen voll die Rechenschaft gegeben, nicht da was gut. Und dann da war man sehr streng, der Vater. Und die Mutter war auch Steirerin, die war für mich offen. Und der Vater, so, ja, er war sicher sehr weggefroren. Man hat mir oft gedacht, wenn er sein Morgengebet betet für ihn, dass er kniet ist da in der Stube am Abend. Ich habe wirklich einen betenden Vater erlebt. Aber nur ich habe es nicht nachgemacht. Und für meine Geschwister, wir waren da fünf Dirndl und drei Buben, ist niemand beter geworden. Niemand. Es ist einartig, wenn das ist nicht. Das ist nicht. Und ich bete nicht viel, aber ich denke sehr viel.